Yo, hey Leute, herzlich willkommen bei DSO. Und zwar in der Folge würde ich mal sagen, wir reden über das Event Die in der Einsamkeit. Da habe ich ein paar Folgen ausgelassen, muss man auch dazu sagen. Also die habe ich nicht gemacht. Da ja, ich halt auch keine Zeit hatte, das zu tun. Und jetzt ist ja wiederum das Mini-Event anwesend, was ja ziemlich verhasst ist. Ich weiß gar nicht, welches Mini-Event jetzt anwesend ist. Das kann man nicht so genau sagen. Steht ja auch nicht oben an der Stelle. Vielleicht findet man das am Ende heraus, indem man hier mal nachschaut. Questnavigation ist nicht verfügbar, also wird es wohl das mit der Geisterjagd sein. Ja. Es ist das zweite Mini-Event. Gut. Ja, ihr wisst ja, dass das schon ziemlich blöd war, dieses Event. Also, mir hat es jetzt nicht so krass gefallen. Man muss auf jeden Fall noch dazu sagen, dass das Dragan-Event ja bald kommt. Also am 29. geht dann das Dragan-Event los, was dann wahrscheinlich für viele wiederum ja, ein Grund ist aufzuatmen, würde ich mal sagen. Und ja, wisst ihr, beim Sandsturm ist unsere kritische Trefferwertung eingeschränkt. Statt 80% habe ich jetzt noch 61%. Und das Video soll sowieso nur als kleines Informationsvideo gelten. Da ich sowieso leicht erkältet bin, habe ich jetzt nicht so Lust, da eine halbe Stunde aufzunehmen. Da kann man sich eher ein bisschen schonen. Und was ich aber auch noch ankündigen würde, ist, dass ich jetzt eine, ja, 80k Leitung oder bis 100k Leitung habe. Das bedeutet, ich habe mal getestet vorhin. Es kamen ja heute auch drei Videos raus. Das eine Video, Age of Empires Teil 2, war 7 GB groß und war innerhalb von 20 Minuten hochgeladen. Und dann hat man noch die beiden CSGO-Folgen, die beide jeweils ungefähr 2 GB groß waren. Also sprechen wir am Ende von einer Größe von vielleicht, sagen wir mal, oder vielleicht auch ein kleines bisschen größer, also zwischen 11 und 14 GB ungefähr. Und die waren halt in einer halben Stunde hochgeladen. Und das ist natürlich Fortschritt des Jahrtausends, sage ich mal. Ja, auch DSO, die 1 GB, die sind in 40 Sekunden gedownloadet oder so. Also es ist schon sehr cool. Livestreams sind natürlich dann auch möglich, auch einfach mal zwischendrin. Ihr wisst ja, dass ich dann studiere oder so, aber da ist man ja doch auch mal, manchmal habe ich halt auch schon um 12 Schluss oder so, da kann man auch einfach mal 2, 3 Stunden streamen, natürlich nicht immer, aber das lässt sich halt ganz gut regeln, ja. Ja, von Razer ist zum Beispiel auch gerade eine neue Webcam rausgekommen. Die kostet aber auch gleich mal wieder unschlagbare 230 €. Also die Webcam ist ja geil, ja. Also die tut halt auch, die arbeitet mit Infrarot und tut direkt hier den Hintergrund rausfiltern und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, dafür wird immer ein Batzen Geld verlangt. Das ist schon krass, muss man sagen. Ja, ist momentan noch etwas ungewohnt aufzunehmen, weil der Raum etwas größer ist und auch, ja, komplett höhere Deckenwände, sage ich jetzt mal. Also in meinem alten Zimmer hatte ich eine Dachschräge und da war der Widerhall komplett anders. Also hier höre ich meine Stimme viel besser selber. Sonst hat man seine Stimme nicht so hell selbst gehört. Genau, ich würde sagen, ja, vielleicht 10 Minuten oder so, je nachdem, was mir noch alles so einfällt. Ja, in der Gewinnspielbox ist auch wieder relativ viel drin. Also die Performance-Kampagnen, da habe ich mich mal selbst ein bisschen dahinter geklemmt. Das läuft ganz gut. Da ist dann auch wieder fast 30 € in der Gewinnspielbox. Da werde ich mir sogar überlegen, ob ich mir da noch ein bisschen was davon abzwacke, weil wenn das weiterhin so gut läuft, dann nimmt man da schnell auch mal 100 € ein und das ist dann nicht unbedingt alles für die Abonnenten bestimmt, würde ich jetzt mal so grob sagen. Product Placement sieht's momentan schlecht aus. Erst hatte ich relativ wenig Aufrufe. Lag ja auch daran, dass ziemlich, ja, fast täglich halt Gothic 1 kam und CSGO.
Und da war die Seite also intelligent und hat die durchschnittlichen Videoaufrufe natürlich nach unten gehen lassen, weil logischerweise das ja nicht so oft angeklickt wird auf meinem Channel wie alles andere, ja? Naja, also gut. Wenn wir mal wieder aufs Event zurückkommen, das ist natürlich, ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Also es ist wieder so ein reines Farm dich dumm und dämlich Event, um irgendeinen Gegenstand zu kriegen, der dich nach einer Woche sowieso nicht mehr interessiert. Das ist halt so meine Meinung von dem Event, deswegen tue ich das gänzlich auch nicht unterstützen, dass ich das sage, ich farm mir jetzt hier den Arsch ab und es ist auch, viele Leute haben ja auch geschrieben, ja, die, ich weiß nicht, was Big Point denkt, also die reden immer, ja, das Event kommt ja nochmal und so, aber die meisten sind trotzdem so drauf, dass die immer in einem Event gleich irgendwie was haben wollen, ja. Und vor allem auch Leute, die arbeiten gehen oder so, die haben halt einfach nicht die Kapazität, um da hier noch am Tag, was weiß ich, 5-6 Stunden zu farmen. Das, manche haben halt einfach frei und die haben Glück oder so oder haben halt auch Lust, das zu machen. Bei mir ist das jetzt eher nicht so, also keine Ahnung. Weiß nicht, woher da eine Motivation kommen sollte, da irgendwie was krass zu farmen. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Meiner Meinung nach ist das auch ziemlich übertrieben, da so krass viel zu farmen. Gut, wir haben wieder was zu craften an der Stelle. Und natürlich kann ich die Münzen einfach aufheben und beim nächsten Event dann weiter farmen. Irgendwann kommt man dann schon mal auf die 40.000, wenn man nicht sogar die 100.000 sicher farmt. Das muss natürlich noch geklärt werden, was man bevorzugt und was man eher... Ja, was man eher möchte, also ob nur ein fliegender Teppich oder Aufrüstungsstein, wobei ich sagen muss, der Aufrüstungsstein lohnt sich bei mir momentan auch nicht so krass. Ja, auf jeden Fall erst war es so, dass ich bei weitem mehr Videos aufnehmen konnte und bearbeiten konnte, als ich hochladen konnte, deswegen hatte ich auch immer zwischendrin eine ziemliche Kapazität, aber jetzt kann ich halt auch einfach mal eine Folge spontan aufnehmen, 10 Minuten, die dann schnell die Audio bearbeiten, dann schnell rendern und hochladen, ja, also das Rendern wird dann noch mit am längsten dauern, aber das Hochladen, das geht dann sehr schnell, ich schätze jetzt mal die 10 Minuten, die sind dann nicht mal 700 Megabyte groß. Der nächste Schritt wäre auf jeden Fall erstmal Full HD mit, habe ich ja jetzt schon, aber mal mit 60 FPS. Da muss ich mir aber noch eine andere Software holen, da meine Videosoftware nur 30 FPS unterstützt. Die hat mich natürlich lange, hat die mir gute Dienste erwiesen, aber man kann natürlich auch bei DSO mal sagen, ja gut, man geht jetzt mal auf 60 FPS, ja. So wie man es normalerweise macht. Ja, Livestreams, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, werden auch dann mal öfters kommen. Natürlich auch wiederum mit den anderen bekannten Gesichtern zusammen. Bestimmt auch mal wieder mit Stefan und Jonas, auch wenn die beiden gerade nicht so viel Zeit haben und ich auch nicht so viel mit denen zu tun hatte, außer ein bisschen WhatsApp hin und her schreiben. Da kann man sicherlich mal wieder CSGO zusammenspielen. Oder ich und Stefan tun mal Age of Empires zusammen zocken, falls er mal wieder Lust hat. Er spielt halt nicht so gerne Age of Empires, weil man sagen muss, man wird ziemlich oft abgezogen und die Spiele gehen halt auch lange. Also das Spiel, was ich letztens hatte, 1 gegen 1, ja, was einfach eine Stunde 40 Minuten ging, das ist halt schon ein Zeitraum. Ich sag mal so, CSGO kann auch 90 Minuten gehen, aber irgendwo ist dann auch mal Schluss, ne? Also, das kann man halt besser kompensieren. Also, so eine richtig schnelle Age of Empires Runde, die bloß eine halbe Stunde geht, die möchte ich mal sehen. Da muss man schon wirklich ordentlich den Gegner zeitnah überrennen und aber auch die Ressourcen beisammen haben, um das zu ermöglichen. So, wenn wir den One dann fertig haben, sind wir auch die 10 Minuten durch. Wie gesagt, zwecks Krankheit, die ich mir heute erst eingefangen habe, weil so ein toller, neblischer, schwüler Tag war, an dem man doch dann eher den Pullover ausgezogen hat, weil man geschwitzt hat und dann ein T-Shirt, naja, da ist man schnell mal einer Erkältung ausgesetzt, aber was soll man machen, also keine Ahnung.
wenn man halt umzieht, muss man auch mal ein paar Sachen schleppen und dann ist es nicht so geil, wenn man dort eingepackt ist wie sonst was. Ja gut, Pullover ist jetzt auch nicht eingepackt wie sonst was, aber es hat auf jeden Fall gereicht. Ja, und pro Semester ist es dann sowieso ein bisschen anders von Stundenplänen her. Das heißt, es wird sich jetzt auch immer was ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Dienstag Zeit habe, einen Livestream zu machen, dann kann es sein, dass ich im nächsten Semester halt Mittwochs Zeit habe. Ja, also das ist individuell. Freitags oder am Wochenende wird auch nicht immer was stattfinden, weil man ja doch als Student auch mal was anderes macht als einen festen Livestream. Ist ja nicht wie Gronkh, dass man da direkt verpflichtet ist, so. Oder ja, Gronkh macht ja als Arbeit, ja, also von daher, der hat gesagt, okay, jeden Freitag 18 bis, was weiß ich, 2 Uhr oder so, da hat er halt dann auch Zeit, ne? Aber Freitag ist halt auch ein guter Tag, wenn man da nachts anfängt zu streamen. Und das dann schon über einen längeren Zeitraum geht, da haben halt auch einfach die meisten Leute Zeit zu gucken, ja, weil gerade die meisten Zuschauer, habe ich ja gemerkt, wenn ich sonntags mal einen Livestream gemacht habe, dann war es halt so, dass viele den nicht anschauen konnten, weil halt oder schon zeitig ins Bett gegangen sind, weil ich meine, nächsten Tag war dann halt Schule, ne? Und das sind natürlich dann alles so Faktoren, welche beachtet werden müssen. Und damit wären wir natürlich schon am Ende dieses Videos. Ich würde noch kurz hier aussortieren an der Stelle. 335 Widerstände, das ist gar nicht mal so schlecht. Was war hier drauf? Okay. Ja, ich hoffe mal, dass in Dragan Event mir dann auch die Waffe droppt. Die wäre ja dann so mein Ziel. Und zum Craften, ja. Da haben wir Widerstände drauf. Was hatten wir jetzt hier noch? Wir hatten, was war denn das hier? Einen Gürtel. So, da gucken wir jetzt mal. Wir haben natürlich auch keinen Gürtel mehr zur Verfügung. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt diesen Ring da aufheben. Es ist halt immer, oder, ja, man kann ihn halt schon aufheben. Aber, ja, doch, wenn ich den Ring aufhebe, kann ich dann beim nächsten Mal wieder was craften. Von daher kann man den schon benutzen. Und morgen ist ja das Event dann eh schon vorbei, also in 13 Stunden. So genau um 12 Uhr dürfte das dann enden. Ist dann eh Schicht in Schacht. Jetzt bin ich natürlich nur 263 Münzen drüber. Die könnte man natürlich auch einfach wegschmeißen. Aber ich sag mal so, die kleinen Quarzsteine und so, die kann man dann auch verkaufen. Also ganz ehrlich, man kann sich dann auch beim nächsten Event eher den anderen Sachen widmen. Ich weiß ja gar nicht, wie viel die werden wahrscheinlich 44 Gold wert sein oder so, die 4000. Gucken wir mal. Wir haben ja hier noch irgendwo kleine Quarzsteine rumliegen. Genau hier, und na, 20 Gold, das ist der absolute Wahnsinn, muss man schon sagen. Das lohnt sich einfach wie die Pest. Naja. Das wär's erstmal mit dem Video. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.